Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freunde, 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 es ist soweit. Eigentlich sollte dieses Video letzten Freitag schon online gehen. Aufgrund von verschiedenen Umständen kam das Paket aber erst am Freitag an und ich konnte das dann nicht mehr rechtzeitig hochladen und drehen. Es geht heute um eine neue Limited Edition von Essence und zwar die Bronzed This Way. Und ich habe alle Produkte aus der Kollektion hier. Ich habe sie mir selbst gekauft und ich möchte sie heute mit euch testen. Und ich möchte so ein bronziluminous Soft Glam Look mit euch machen. Das ist das, was ich im Kopf habe. Wie es am Ende wird, seht ihr, wenn ihr dran bleibt. Freunde, ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Ich wollte mit euch noch mal ganz kurz so ein bisschen reden, weil ich weiß, es folgen mir nicht alle von euch von hier, auch bei Instagram. Ich habe mir gestern einen sehr, sehr großen Traum erfüllen können und dafür möchte ich mich bei euch bedanken natürlich. Ich habe gestern ein neues Auto gekauft für mich. Ich hatte eins, was absolut nicht mehr sicher war und das hat seinen Dienst die letzten 5 Jahre erfüllt und ich konnte mir gestern mein Traumauto abholen. Und dafür möchte ich mich bei euch bedanken, denn also es ist für mich nicht selbstverständlich, dass ich das so leben darf, wie ich es jetzt leben darf. Vor 3 Jahren saß ich fast auf der Straße und mein Leben hat sich komplett geändert. Und das liegt ja nur an euch. Und dafür möchte ich mich natürlich bedanken und ich wollte euch auch das nicht vorenthalten, denn auf Instagram habe ich ganz, ganz viele tolle Nachrichten bekommen, dass es euch freut, dass ich mir das erfüllen konnte und dass ich mir das verdient habe. Und das freut mich sehr, dass ich so eine verständnisvolle Community habe. Denn ich sehe es immer wieder bei anderen, wenn sich irgendjemand, sei es nur eine Handtasche, kauft, die vielleicht mehr als 15 € kostet, dann gibt es immer ziemlich viel Ärger. Und das hatte ich nicht. Und dafür möchte ich mich auch bedanken, dass ich so eine verständnisvolle und auch eine sehr gönnerische, oder wie heißt das, Community habe. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass wir zusammen das alles so machen können, wie wir es machen gerade. Und das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und ich dachte mir, wir feiern das Ganze mit einer Limited Edition, Freunde. Denn ich habe alle Produkte hier. Ich blende euch wie immer auch die Preise ein. Vielen von euch hilft das. Ich verlinke euch die Produkte auch. Ich habe die bei Cosmetic for Less bestellt. Und Versand war recht schnell. Ich war nur Freitag nicht da. Deswegen muss ich es am Samstag abholen. Aber okay, Freunde, Freunde, Freunde. Jetzt geht es los. Ihr seht, ich habe noch nichts in meinem Gesicht und ich zeige euch erstmal die Lidschattenpalette, dass ihr so ein bisschen ungefähr abschätzen könnt, in welche Richtung ich gehen will. Und zwar ist das einmal diese hier und die sieht auf den ersten Blick aus wie irgendwie die obere Reihe von der Anastasia Beverly Hills Soft Glam Palette. Sehr, sehr softe Farben, sehr, sehr weiche Farben. Was mir sofort aufgefallen ist, ist, die Farben sind fast alle hell. Also die dunkelste Farbe ist diese hier und das ist ein Schimmerton. Und ich möchte so ein Sultry Glam machen mit nicht so viel Eyeliner wie letzte Mal, aber doch so ein bisschen weich, alltagstauglich. Für viele von euch vielleicht schön. Wir haben wunderschöne Bronzer, wir haben ein traumhaftes Öl. Spoiler-Alarm, kauft es euch. Ich habe das nämlich auch schon ausgetestet die letzten Tage. Das ist dieses Bronzing-Öl. Demonstriere ich euch aber später. Ich würde vorschlagen, wir machen mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf meine Base. Ich erzähle euch natürlich auch so ein bisschen, worum es da geht. Primer habe ich noch nicht aufgetragen. Dazu benutze ich von Essence heute meinen Hydrating Primer. Das ist dieser hier. Ich finde, das passt ganz gut. Den mag ich sehr, 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 sehr gerne. Full Face Essence habe ich neulich, letzten Freitag auch. Letzten Freitag ging dann ein Full Face Essence, glaube ich, online. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das einmal hier in dieser Ecke. Richtig, richtig cool geworden. Und der Look, Freunde, ich habe so viele neue Lieblingsprodukte gefunden. Ganz viele von euch haben sich die Produkte dann auch nachgekauft. Fand ich richtig schön zu sehen. Und wir machen auch gleich weiter mit der Foundation. Das ist auch die von Essence. Das ist die Stay All Day 16 Stunden Foundation. Ich habe die in der Farbe 30. Ist recht dunkel. Ich mische mir die jetzt gleich ein bisschen heller. Einfach, dass wir vom Bronzer und so nachher auch noch was sehen, weil die ist wirklich, wirklich dunkel. Ich mische mir das Ganze mal auf meiner Mischplatte. Die ist hier von Catrice. Das war mal ein Online-Exclusive-Produkt. Heißt also, dass es das nur online gibt. Was ich aber ehrlich gesagt gar nicht schlimm finde, denn es ist immer schöner, Produkte zu sehen, die es auch mal nicht in der Drogerie gibt, die nicht sofort ausverkauft sind, weil jemand irgendwie ein Video gedreht hat und gesagt hat, die Produkte sind gut. Deswegen, ich weiß nicht, ob es sie noch von Catrice gibt. Wenn es sie von Catrice noch gibt, verlinke ich euch sie. Falls nicht, suche ich euch eine Alternative raus bei Amazon.
Und die Foundation, Freunde. Ich werde die mir auch definitiv noch in einer Farbe heller holen, dass ich die so ein bisschen mischen kann. Weil sie oxidiert ein kleines Stück und der Unterton ist recht warm. Also, das ist keine Foundation mit einem kühlen Unterton. Aber sie ist wunderschön. Ich hole euch dann auch gleich natürlich wieder ein Stückchen heran. Freunde, das Schöne bei diesen Essen. Oh. Oh, ein Haar. Das Schöne bei diesen Essence Limited Editions ist, dass man kein Glück haben, dass man was kriegt oder nicht. Und das finde ich immer so krass. Selbst wenn kein Video darüber gemacht wird, sind die Dinger immer weg. Immer. Es ist fast nichts mehr. Da steht meistens irgendwie, wenn es eine größere LE ist, immer ein Produkt, was noch rumsteht, der Rest ausverkauft. Teilweise sind sogar die Tester rausgenommen worden. Also was sehr, sehr krass ist. Und es sind wirklich schöne Sachen mit dabei. Und ich habe viele Lidschattenpaletten von Essence, die ich ja über alles liebe. Aus Limited Editions, weil die einfach qualitativ so, so wunderbar sind. Und ihr seht schon, die Foundation hat ein richtig schönes, luminous Finish. Und vielen Dank übrigens auch für die Tipps mit den Rasierpickeln. Hat geholfen. Babypuder und Babyöl. Sieht dann abends immer ein bisschen nach einer kleinen Sauerei aus, aber lieber Sauerei im Bart als auf meinem Hals. Foundation ist einmal eingearbeitet. Ihr seht diesen Glow. Ich habe schon sehr, sehr viel über diese Foundation gesprochen. Will ich jetzt nicht noch weiter ins Unermessliche treiben. Geile. Entschuldigung. Ist halt einfach eine krasse Foundation. Hat Essence wirklich gut gemacht. Welche ich auch gerne von Essence mag, ist die Stay Awake oder Awake, irgendwas mit Awake. Ich glaube, die haben sie aber aus dem Sortiment genommen. Sollte es vielleicht aber noch online geben. Wenn ich die finde, setze ich euch die auch unten einmal in die Videobeschreibung. Tolle Foundation. Dieser Glow ist nicht von dieser Welt. Und ihr habt schon gehört, ich möchte das Ganze heute so ein bisschen bronzy machen. Deswegen bronze ich einmal nur ganz leicht mit einem Bronzer-Stick. Das ist jetzt der von Juvia's Place. Es ist jetzt die perfekte Zeit, um Cremeprodukte zu benutzen. Es ist noch nicht zu warm, um Cremeprodukte zu benutzen. Es ist aber auch nicht mehr zu kalt, dass ich sage, ich habe eh keine Lust, mich zu schminken. Also Freunde, wenn ihr Cremeprodukte ausprobieren wollt, jetzt ist die Zeit dafür. Und davon gebe ich mir einfach hier nur so ganz leicht was hin, weil wir benutzen ja gleich Bronzer. Ich will aber schon mal so eine Grundlage haben im Gesicht, die mir dann eine Guideline gibt, wo die anderen Produkte hinkommen. Im Prinzip, wenn ich jetzt nicht gleich rausgehen würde, müsste ich die Base auch nicht setten, weil es einfach so, oder würde ich die Base nicht setten, weil es einfach so wunderschön ist. Also es ist schon sehr, 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 sehr rutschig. Ich trage einmal ganz kurz Concealer auf, sette das Ganze so ganz leicht und dann machen wir weiter mit den Produkten, für die wir eigentlich da sind. Okay, ich habe das Ganze einmal ganz leicht gesettet. Ich habe dazu wieder meinen Wet n Wild Puder benutzt, weil es einfach vom Finish her in der Kamera am allerallerschönsten aussieht. Ihr seht, so ganz leichter Glow kommt auf jeden Fall noch durch. Wir nehmen jetzt aber noch ein bisschen Blush. Nehmen wir Blush? Wir haben halt so einen Blush, ne? Wir haben halt so dieses Essence Baked Bronzy Blush. Wir machen erstmal Bronzer und dann schauen wir. Da gibt es nämlich zwei verschiedene Produkte, Freunde. Und zwar gibt es einmal den Bronze This Way Matt Bronzer in Lighter Skin und in Darker Skin. Oben ist die Lighter Skin Version. Die sieht recht kühl aus. Finde ich ganz spannend. Und hat dieses Leo Pressing mit drin. Die Base ist auch ein ganz kleines Stück heller hier. Also der große Teil. Und hier ein bisschen dunkler, aber man sieht schon, dass es ein bisschen unterschiedlicher ist. Vielleicht swatche ich ihn einmal ganz kurz. Ich gehe hier einmal so durch und schade, dass das Pressing dann gleich weg ist. Seht ihr was? Ja. Also, oben ist der hellere und unten ist der dunklere. Der obere ist ein bisschen kühler als der untere. Ich nehme trotzdem den dunkleren und gehe dazu mit so einem großen BH Fluffy Brush mit rein. Pressing sehr schön. Oh, da ist es wieder. Aber Pinsel sieht sehr, sehr voll aus. Das ist höchst gefährlich jetzt. Und den tupfe ich mir einmal nur hier so ganz leicht drauf, weil ich weiß nicht, wie viel da gleich abkommt. Seht ihr was? Ja. Wow. Okay, ich nehme nochmal den helleren und schaue, ob der ein bisschen weniger warm ist. Klopf ab. Also er staubt ein bisschen.
Okay, krasser Bronzer. Also das ist kein Contouring-Bronzer, das ist wirklich ein Bronzer. Er ist warm, aber er ist nicht zu warm. Das sieht jetzt in der Kamera eigentlich ganz gut aus. Hier ist der dunklere und hier ist der hellere. Aber ich mische das Ganze jetzt mal so ein bisschen, dass es ebenmäßiger ist. Sehr matt, ist sehr matt, steht auch drauf. Ist nicht zu warm. Ich finde ihn nicht zu warm. Der hat eine schöne, gleichmäßige Färbung. Ausgeblendet sehr, 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 sehr schön aus. Was hat der gekostet? 3,45 €. Jetzt kommen wir aber zum Produkt, Freunde, was mir ein bisschen Kopfzerbrechen, Magenzerbrechen, Augenschmerzen, Kopfschmerzen. Ich habe Probleme, mir das vorzustellen. Und zwar ist das der Bronze This Way Baked Bronzy Blush. In der Farbe Giraffe Me Crazy. Ein gebackenes Bronzerrouge für einen sonnengeküssten Look. Erinnert mich so ein bisschen an ägyptische Erde, wenn ich ehrlich bin. Also so dieses extrem glitzerige Bronzing-Puder, wo wahrscheinlich noch echtes Kupfer mit drin ist, dass das Ganze so orange wie möglich aussieht. Ich gehe jetzt mal mit meinem Finger rein und mische so ein bisschen hier durch. Sieht einmal so auf meinem Finger aus. Also es sieht auch schon sehr bronzy aus. Und ich swatche ihn euch einmal kurz hier auf meiner Hand. Also es ist schon sehr schimmernd. Deswegen nehme ich jetzt einen Pinsel. Ich weiß nur noch nicht welchen. Sekunde. Hier, so ein Blush Brush, der so ein bisschen angeschrägt ist. Und gehe da rein und toppe mir das über meinen Bronzer vor meinem Blush, den ich ja noch nicht aufgetragen habe. So ein bisschen als Zwischenschritt zwischen Bronzer und Highlighter. Klopfe ab, ist Pressing. Ich liebe dieses Pressing. Es wird bei jedem anders aussehen. Wunderschön. Und das setze ich mich hier hin. So an meine Schläfe, dass ich hier so einen Reflex habe, so einen leichten Bewegungsreflex. Den kann ich mir wunderschön auf dem Körper vorstellen oder auf dem Dekolleté, wenn ihr im Sommerurlaub wart, wenn wir in Urlaub fahren oder so dieses leichte, sonnengeküsste. Oh, was trägst du? Ach, gar nichts. Nur ein bisschen Bronzer. Catfish. Schön. Also, ehrlich gesagt, dachte ich mir, dass das viel dunkler auf der Haut ist. Jetzt aber so ganz leicht rüber gedustet, hat das einen schönen Effekt. Er ist noch ganz. Es hat einen sehr, sehr schönen Effekt auf der Haut. Also, ein leichter Bronzer, ein leichter Glow. Theoretisch, wenn man auf Schimmerbronzer steht, würde das wahrscheinlich auch schon reichen. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt, Freunde, komme ich aber zu einem Produkt, was ich euch schlecht demonstrieren kann. Ich hoffe, dass, wenn nachher die Sonne ganz aufgegangen ist, ich euch das in der Sonne zeigen kann. Das ist das Shimmering Body Oil. Und Fenty Beauty has left the chat. Killer What Liquid Highlighter, wie auch immer das Ding heißt, ist cancelled, weil das ist genau dasselbe. Es riecht so unfassbar, unverschämt gut. Das ist ein Öl und ihr seht, es hat so ganz leicht Farbe drin. So ein bisschen bronzy, es ist halt auch ein Bronzing-Schimmeröl. Und wenn ihr das verblendet, ich habe halt Haare auf dem Arm, das ist immer so ein bisschen doof. Es riecht nach, ich kann euch den Geruch nicht beschreiben, es riecht für mich nach dem Inbegriff von Sommer. Bisschen Sonnencreme, bisschen Kokosnuss, ein bisschen Ananas, Pina Colada, bisschen. Wir tanzen auf der Straße, weil wir dürfen wieder raus und wir haben eine Pizza auf dem Wegesrand gegessen und dann noch, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass die Sonne nachher rauskommt, dass ich euch das so ein bisschen abfilmen kann. Aber das im Sommer auf euren Beinen, so ein bisschen knackig gebräunt. Wenn ihr nicht gebräunt seid, auch nicht schlimm, dann werdet ihr durch dieses Ding so ein bisschen optisch gebräunt. Also es ist kein Selbstbräuner. Ich hoffe, dass ich euch das irgendwie abfilmen kann. Ich sage euch nachher, was ihr kaufen könnt und was nicht. Und jetzt, Freunde, mache ich einmal ganz kurz meine Augenbrauen, denn da habe ich noch nichts. Und dann benutzen wir die Lidschattenpalette. So, die Augenbrauen sind einmal drauf. Ich habe noch so einen ganz feinen Touch mehr Bronzer und Blush aufgetragen, dass es wirklich saftig aussieht. Und ihr könnt sehen, wie schön sieht das aus. Also dieses Gesamtfinish, perfekt. Ich würde jetzt meinen Pinsel nehmen und ich könnte hier noch so ein bisschen rüber gehen. Und dann habe ich hier so einen Bronze-Effekt. Und über meine Ohren und überall, ich möchte da drin baden. Sag mir, wie frisch ich aussehe. Als wäre ich wirklich gerade aus dem Urlaub gekommen, oder? Living. Freunde, jetzt kommen wir zu einer Palette und ich habe ein bisschen Angst davor, dass sie nichts für mich ist. Vorab, ich liebe das Packaging und ich blende euch hier auch einmal ein paar Swatches ein. Ich filme die wie immer im Anschluss, deswegen kann ich nicht so viel zu den Swatches sagen.
Was ich aber eigentlich schon weiß, ist, dass die Schimmertöne eigentlich sehr, sehr schön sind. Das sind nämlich diese ultra glänzenden Töne. Und hier haben wir einen Glitzerton. Also das ist wirklich so wie so Glitzerpailletten. Finde ich immer ganz schön. Ich mag das nicht auf dem Auge, weil ich echt Probleme habe, das abzukriegen. Und ich habe Kontaktlinsen und ich mag das nicht, wenn das in die Augen kommt. Und dann habe ich halt immer so ein Glitzerding, was hier über meine Kontaktlinse wandert und Party macht. Ich nehme mir einen ganz großen Lidschattenpinsel, oder eigentlich ist es ein Highlighter-Brush, und gehe in diese obere Farbe hier. Das ist eher so ein Gelb und damit gehe ich so ganz leicht einfach schon mal über meine Augen, dass wir eine einheitliche Base haben. Und dann nehme ich mich hier so einen schönen fluffigen Pinsel und gehe in dieses Orange rein. Es hat ein bisschen Kickback in der Palette. Ich habe nur Angst, dass man bei meiner Hautfarbe davon nicht viel sieht. Ich habe auch überlegt, nehme ich eine andere Palette noch dazu, also so als dunklere Ausblendfarbe. Aber ich blende mir dieses Orange hier mal so ein bisschen rein. Der Pinsel hat nicht ganz so viel Pigment aufgenommen. Ja, besser, es lag am Pinsel gerade. Also das ist halt so ein bisschen schwierig immer, solche Farben auf meinem Auge zu sehen, weil meine Base ist ja schon recht dunkel. Also ihr seht was, aber das ist jetzt kein intensives Orange. Ich glaube, darum geht es aber auch nicht. Wir wollen ja wirklich so einen Soft-Glam-Look haben. Vielleicht eine Farbe, ein bisschen Schimmer aufs Lid. Iconic. Ich finde es aber auch mal schön, dass es wirklich eine Farbe oder eine Palette für sehr, sehr helle Häutchen ist. Weil normalerweise sind ja diese Bronzer teilweise schon zu dunkel für Leute, die sehr, sehr hell sind. Und wenn ihr sehr, sehr hell seid, könnte das eine sehr, sehr schöne Palette auf jeden Fall sein. Wenn ihr so wie ich seid oder dunkler, wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn man die Farben, die matten Farben zumindest, bei euch nicht mehr sehen wird. Es sei denn, ihr nehmt einen weißen Concealer drunter. Aber ganz ehrlich, wenn ich dunkler als ich bin, nehme ich keinen weißen Concealer. So, sieht ganz süß aus, die Farbe. Ist mir persönlich für, wenn ich das jetzt mit einem anderen Orange vergleichen würde, zu schwach. Also, man kann ihn aufbauen. Das ist gar kein Problem. Und das ist halt wirklich soft. Vielleicht so eine Palette, die man sich mal schnell kauft, irgendwie für zwischendurch, wenn man ein, zwei Farben haben möchte. Was ich gerne mag, sind diese Schimmerfarben. Also, dieser Ton hier ist fast eins zu eins der wie aus der Pac-Man-Palette. Dieser Pac-Man-Highlighter. Und den gab es schon mal in der Weihnachts-LE, glaube ich. So oder so ähnlich. Aber tatsächlich, Freunde, fehlt mir jetzt wirklich eine Farbe, um wenigstens ein bisschen Dimension hier auf mein Lid zu kriegen. Ich will halt nicht so einen monochromen Look machen mit einem Orange. Das hat irgendwie nur bei MS funktioniert. Deswegen gehe ich jetzt nochmal kurz in die The Nudes Palette und blende mir dieses Braun hier ganz leicht rein. Und das ist halt wesentlich pigmentierter. Deswegen nehme ich nur ganz wenig davon. Okay, ich nehme jetzt meinen Finger und gehe in dieses Gold hier. She's wet. Die fühlt sich ganz spannend an. Die fühlt sich nass und gleichzeitig trocken an. Spannende Textur habe ich so noch nie erlebt. Gehe jetzt nochmal mit dem Pinsel rein. Also mit dem Finger geht es einfacher immer, aber damit kann ich so ein bisschen präziser arbeiten. Krasse Textur. Wow. Sieht auf dem Auge ganz anders aus. Geh noch mal so ein bisschen in das Dunkle hier für hier außen. Ja, schon schön. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass die Palette nicht schön ist, ne? Also, es ist ein schöner Look. Sehr natürlich. Sehr, sehr natürlich. Vielleicht mit einem Eyeliner, kleinen, feinen Lashes. Boom, go, ready. Ich mache einmal ganz kurz Mascara rauf und dann sehen wir uns gleich wieder. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit der neuen Essence Bronze This Way Limited Edition. Ich muss sagen, jetzt auch auf diese Entfernung, ein Traum. Wunder, wunderschön. Ich liebe die Base. Ich liebe diesen Lidschattenlook, weil er so, so simpel ist. Erst habe ich mir gedacht, so, okay, naja, ein bisschen soft, aber mal ganz im Ernst. Zu diesem Look, zu diesem Haut, Bronzer, nude Lippen. Ich habe Banana Beauty Liquid Lipsticks benutzt. Definierte Braue, zarte Haut, ein Traum, Freunde. Ich setze euch die Produkte einmal unten in die Infobox. Ich bin gespannt, ob ihr sie schon habt und was ihr zu den Produkten und zu diesem Look sagt. Ich freue mich, dass ihr heute hier wart und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf.